Also die Idee war, einen Film zu machen, der alle Elemente beinhaltet, die mir gefallen. Also übertriebene Gewalt, Mutanten, abartige Szenen. Ich weiß noch ganz genau, das war glaube ich vor 2 Jahren, wie mich der Bertram zum allerersten Mal angesprochen hat. Anfangs war ich sehr skeptisch, aber später dann hat er mal ein paar Skizzen gezeigt und dann bin ich wirklich überzeugt gewesen. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die zufällig aufeinandertreffen und halt sich gegen eine Überzahl von Mutanten kämpfen müssen. Wie das Drehbuch dann fertig war und die ersten Gedanken über das Casting war, habe ich natürlich sofort meinem Freund Pete vorgetragen. Als ich den Bertram bei einer Party getroffen habe, hat er mir von seiner Idee erzählt, von einem Splatter. Und ich habe mir gedacht, Splatter wäre mal was ganz anderes von den vorigen Filmen, die ich gemacht habe. Und wie er ihn gesehen hat, hat er sofort gesagt, ja, das ist der richtige Regisseur. Unser Hauptdarsteller, der Michael, ja, wir haben ihn eigentlich genommen, weil er wirklich blutüberströmt total cool ausgesehen hat. Es war eigentlich kein übliches Casting. Ich bin dort hingegangen, in so Kellerräume irgendwie, ich habe mich ganz unwohl gefühlt und ich hatte eigentlich einen super Text gelernt gehabt zum Vorsprechen, aber das wollten die alle nicht, die wollten mir einfach nur mit Blut übergießen. Die Schauspieler, die wir benutzt haben, die sind alle sehr, sehr gute Schauspieler, alle talentiert. Und ja, ich bin völlig zufrieden mit den Schauspielern. Im großen Teil waren die Dreharbeiten aufregend einerseits und andererseits auch ziemlich gewalttätig. Ich habe jeden Tag in Blut und Exkremente boden müssen. Es war einfach furchtbar. Von dem Kunstblut hat es mich schon so gekriegt einfach. Das war arg. Und jeden Tag wieder, immer das Gleiche. Niemals irgendein Verschnaufpause, irgendeine längere Gesprächssequenz oder irgendwas, das gibt es nicht in dem Film. Die Effekte war von Anfang an klar, dass das der Bertram macht, weil das ist wirklich sein Ding, die Effekte. Also die Gore-Effekte, der Bertram, großen Respekt vor ihm, was er mit so billigen Sachen zusammengebracht hat, da kann man nur schwärmen davon, ist perfekt. Also im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, das ist eines der Projekte, wo ich wirklich stolz bin, dabei gewesen zu sein. Weil erstens hat es sehr viel Spaß gemacht und zweitens war es für jeden was Neues. Jeder, der dort war, hat Erfahrungen gesammelt. Es ist so super gewesen, die Erfahrungen, die was ich da mitgenommen habe, von dem Dreh, die will ich mein ganzes Leben nie vergessen. Ihr könnt es den Film jetzt anschauen, er wird euch sicher gefallen, er ist super. Aber wenn die DVD rauskommt, der Director's Cut und dann noch vielleicht die Unrated, die wird euch vom Hocker reißen.